Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Badel. Let's Play Shin Megami Tensei 5. Ich bin der Samus Wafix. Wir sind immer noch der Never New und hüpfen hier entspannt durch die Gegend. Beim letzten Mal haben wir hier noch... Wieso laufe ich eigentlich? Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich wollte einfach nur wieder cool hier durch die Gegend hüpfen. Einfach so im alten Rhythmus, dass wir einfach hier random durch die Gegend laufen. Aber nein, Leute, jetzt wird nicht mehr random in der Gegend gelaufen. Jetzt werden wir alle Sidequests ignorieren, von denen wir 100.000 noch offen haben. Und werden hier mal richtig durchgreifen. Auch wenn es mich... Du wieder, lass mir dir eine Frage stellen. Gibt es Menschen, die du abgrundtief verabscheust? Menschen, die unter schlechtem Gewissen lügen und betrügen, die immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und nie etwas von der Gegenleistung tun würden. Zum Wohle der Menschheit müssen Dämonen wie auch Engel ausgerottet werden. Aber die Existenz von solch verderbten Menschen ist auch nicht besser. Stimmst du mir dazu? Naive Seelen, die auf Bösewichte hereinfallen und selbst schuld, so könnte man sagen. Und doch wäre das Problem gelöst, wenn die bösen Menschen gar nicht das gäbe. Mein Ziel ist eine Welt frei von jedem männlichen Unrat. Ja, ich werde eine reine, unschuldige Welt errichten. Durch bloße Philosophien wurde noch nie irgendein Ziel verwirklicht. So etwas zuvor der Taten. Also, was sind deine Ziele? Und das sicher Nüber, oder? Okay, liebe Leute, will ich wissen, wieso die einfach so random in der Gegend rumstehen? Oh, du bist es sicher, deine Bitte nicht. Bitte sag Jakob mal kein Wort von dem, was wir gesprochen haben, ja? Wenn das führe, wäre dein Leben in Gefahr. Also schweige wie ein Grab, versprich es mir. Okay, liebe Leute. Die netten Gefährten ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir haben beim letzten Mal hier, wollten uns eigentlich ja auf dem Weg hier machen, doch wurden gestoppt von unserer guten Amadasabo, die ja entführt worden ist. Und verdammt, wo ist sie? Keine Ahnung, liebe Leute. Ich dachte, die ist jetzt eigentlich mit uns dabei. Wahrscheinlich, ach nee, die ist ja nicht mehr dabei. Nee, Entschuldigung. Die wird wahrscheinlich nie wieder dabei sein, weil wir sie nun offiziell in der Party haben, was doch ganz cool ist. So, wo haben wir sie? Da unten ist die Kleine. Jo. Viermal cool ist in der Party. Ach Leute, wir haben so ein tolles Team. Und nun haben wir dann noch hier drei Engel hier bezwungen. Doch nun wird es endlich spannend, denn wir haben die drei Schlüssel und damit sollte uns der Weg nun freistehen, dass wir in das Heiligtum kommen. Wir wollen in das Imperium und hier ist Nabonio unsere eigene Welt erschaffen. Es ist Zeit, hier mit dem wahrscheinlich finalen Dandel von Shin Megami Tensei 5 zu starten. This is the Temple of Eternity. Once we reach the top and offer the three keys, the path to the Empyrean will open. The Pillar Imperial, as it is called, spans the gap between heaven and earth, connecting them. Do be careful, however. I detect many a demon within these grounds. Okay, irgendeine coole Einführungskatze, muss ich jetzt mal zeigen, wie diese Dungeon aussieht. Wäre jetzt ehrlich gesagt ganz nice gewesen, aber okay, dann halt nett. Dann machen wir das halt auf die gute alte, modische Art, abschlachten alles. Also, wir wandern hier nun zum Thron der von Gott. Oh, und die Kalis laufen rum. Die gut gelaunten Kalis. Schau mal, was die für Level haben. Die Musik lässt irgendwie Schlechtes ahnen. Die Musik lässt sehr Schlechtes ahnen. So, wie sieht's denn aus? 76, boah, sind die stärker geworden als die. Was waren wir? Ich glaube 70 war es maximal. Oder was für ein Typ bist du? Wie reagierst du auf den Dämon? Freundlich agieren. So gefällt mir das. Du weißt ja, was ich gehört. Dann lass uns mal reden. Also, wie machen wir es am besten? Ja, kannst du haben. Zwei Lebenssteine, ja. Bitte nimm 5 Lebenssteine. Jetzt nicht. Alter, nicht nochmal Marker, Mann, du Penner. So. Gut. Gleich mal Level 74er Dämonen hier gefangen, so kürzlich das. Und das nutzen wir gleich mal. Warte mal, wir haben hier der Map. Map. Wo laufen wir erst dahin? Das ist hier eine verdammt verwinkelte Welt. Ich habe keine Ahnung. Das ist im Endeffekt auch unser zweiter Dungeon erst, den wir in diesem Spiel haben. Wir hatten ja bis jetzt nur hier den Thron hier von unserem Dämonenkönig. Ansonsten hatten wir ja noch keinen richtigen Dungeon in dem Spiel. Nun haben wir Dungeon Nummer 2 hier. Und bin jetzt sehr gespannt, was uns hier erwartet. Hoffentlich keine furchtbaren Gegner.
Aber Leute, Mann, wir haben auch den Mann, wir haben Wulong, wird es irgendwie gehen, Mann. Wir haben so bis jetzt immer irgendwie gedeichselt. Und wir fällt gerade auf, wir hätten in die letzte Region, müssen wir nochmal gehen, weil da wird es irgendwo wieder diesen Fuchs-Demon geben, mit dem man die Mimans einsammeln kann. Und ich hätte doch gerne noch die ein oder andere Miman-Fähigkeit, besonders natürlich das erweiterte Inventar. Was ist das? Okay, nur ein leuchtender Kristall. Läuft die auf mich zu? Ich habe so die Befürchtung, liebe Leute, Mann. Schade, ich dachte, ich hab mich übersehen, Mann. Also, wo haben wir's? Was haben wir für Schwäche eigentlich? Ah, Wind. Sehr schön. Bam. Ja gut, mit Hualong kann ich... Hualong ist schlecht hier. Ich könnte mit Hualong nicht die ganze Zeit seine Attacken spammen. Wie sieht es eigentlich aus mit Blitz? Komm mal, das hier. Gritted auch, passt. Oh! Alter, mir fehlen die fetten Crit-Attacken, fällt mir gerade auf, Mann. Okay, kein Bock, Mann. Ja, oh mein Gott, Mann, wie hart schlecht, Mann. Oh, ist das? Ja, genau. Ja, genau, 279, ja! Und gleich zum Safe-Punkt zurücklatschen, Mann. Leute, wir haben auch nicht die besten Farmer hier, also. Das ist für Standardgegner hier, also. Ah, oh, sehr schön. Elektro Gibla Promnerma. Boah, jetzt ist die Frage. Ach, mein Gott, ich habe keinen Bock auf sowas. Physisch Pioma. Steige physischen Schaden deutlich. Physische Resistenz will ich aber auch unbedingt haben. Ziobrein ist wichtig. Harte Stoß ist wichtig. Schwer physisch Schaden bei allen Gegnern. Gewalt bei einem ist super. Donner der Wahrheit. 2% bei zufälligen Gegnern. Mega geiler Skill. Nein. Nee, mache ich das weg. Nee, wir machen das weg. Ziobrein ist zwar an sich... Also an sich, wenn ich jetzt einen Boss bekämpfe, ist das, dass man zweimal oder zwei, fünfmal einen Angriff besser, aber ich tue es jetzt weg. Vielleicht eine dumme Idee, aber egal. So, wo ist mein Yoshitsune? Yoshitsune! Du weißt, ich kann nicht ohne dich leben. Firma cool, wie siehst du eigentlich aus? Was hast du übrigens? Mac an Lewin, okay. Oh, er kann Eisattacken. Werden wir definitiv übernehmen. Was kannst du so? Himmelskonter, Marzio Brian, Gewalt bei allen Gegnern. Ja. Kali? Ist auch nicht schlecht. Die haben inzwischen alle fette Skills. Jeder Gegner hat einfach fette Skills inzwischen. So, und Odin lassen wir auch mal. So, dann setzen wir. Warte. Ich bin noch nicht fertig. So, ihr wisst, Yoshitsune. Glorie. Hallo. Oh, wieso habe ich so viel Glorie gestellt? Was habe ich jetzt schon wieder? Ah, Sidequest, liebe Leute. Sidequest. So, ich habe natürlich nicht gegrindet. Ich hätte noch ein paar Grimmos gerne eigentlich hier eingesackt. Oh, ja, nee, passt auf, Yoshitsune. Ja, Odin. Tau geht ja auch immer. Idun geht immer. So, sind gleich meine Grimmos alle weg. Amonosako. Hualong auch. Und Elfion. So. Hualong ist so mega krass, Mann. Den müssen wir uns aufheben. Er kann zwar eigentlich nichts anderes, als er... aber gegen mehrere Gegner ist halt so nett, einfach weil du die ganze Zeit einfach seinen Superskill machen kannst. Und ja, er einfach zwei der Runden so enorm Damage raushauen kann, wie eigentlich fast kein anderer. Da geht's eigentlich jetzt mal weiter, da möchte ich natürlich hin, aber wir wandern trotzdem mal weiter. Zip, zip, zip. Die Musik ist hier so entspannt. Hört sich irgendwie cool an. So, natürlich gehe ich jetzt da wieder runter. Toll. Toll. Hat sich richtig nicht gelohnt. Haha, dann bin ich übersehen, die Kali. So, kein Problem, Mann. Diese indischen Monster. Ich glaube, vor denen habe ich Angst, Mann. So, wir jumpen jetzt erstmal hier cool durch die Gegend und machen hier den Number New. Zweiter Gang, zweiter Number New Gang, dritter Number New Gang. Sieht jetzt so schön friedlich aus. Komplett ungewohnt, im Gegensatz dafür, dass wir jetzt immer nur so Höllenlöcher hatten. Bist du ein Gegner? Alter! Drecksbaumonster, Mann! Du Drecksbaumonster, ich hab mich so dermaßen erschreckt, Mann! Oh mein Gott, Mann! Ein Drecksviech, Mann! Aber der hat mir keinen Bock, Mann! Hier! Physische Nahkampfattacken vor dem Wind, Mann! 10.000 Levels ab, so kürze ich das. Ja.
Spaß. Hey. Erst wissen wir, jetzt geht das mit. Ich finde es ja schade, dass... Benutzt das Schmerz weg. So gehört sich das, Mann. ich finde es eigentlich schade, dass Amazako jetzt uns nicht mehr begleitet. Weil, ja, mein Gott, sie ist so mega sympathisch, Mann. So, Idun. Tau müssen wir, Tau ist so mega gut, Mann. Hulong mache ich jetzt erstmal nicht, aber Fion und Amazako mache ich. So. Zack, passt. Jo. Dieses Drecks, das war ja letztes Jahr eine Bossfight, den wir hatten. Und der steht da und chillt und schaut es an und hey, ich könnte dich angreifen. Und dann... Hallo? Muss ich Angst haben? Okay, die Türen öffnen sich jetzt hier nicht. Ihr seht, die Zeit steht still. Hä? Die Zeit steht komplett still. Okay. Strange. Das große Problem. Oh. Na, ich weiß, wenn ich hier jetzt durchgehe, dann. Die machen mich nervös, Mann, dass sie einfach so dastehen. Ich habe nämlich so das Gefühl, es sind so Gegner, die dann immer näher auf einen zukommen und dann irgendwann dann von hinten angreifen. So, Raganda, genau, Blitzschlag. So, Bass, Yoshitsune, gönn einfach mal wieder, Asotobe! Wollen wir dich eigentlich mitnehmen? Fällt mir nochmal ganz auf, warte mal. Bevor wir einen Platt machen. Ne, lass mich sie in der Design ihn nicht sehen lassen. Wünsche dir so zu kämpfen, wegen des anderen, weil ich an dem Moment bin. Eigentlich gefällt mir das Kämpfen gar nicht. Welche Glück du sehen, du führen musst. Okay. Ich versuch gleich nochmal. So, schauen wir mal, ob er coole Skills hat. Ah ja, der hat diese starke Feuerattacke. Oh, Leute! Feuerattacken. Alle Statusstärkung getilgt. Was? Geiler Skill. Willst du etwas sterben? Aber sicher. Ich darf jetzt noch nicht sterben. Und wann wirst du sterben? Wenn meine Bestimmung erfüllt ist. Nun denn. Regeln wir die Sache lieber schlicht mit deiner Markerforderung. Pissnelke. Oh, mein Team. Oh, scheiße, mein Team ist voll. Okay. Aber 36 Marker sind schon happig, Mann. Gut. Idun. Dankeschön. Donner der Wald, was die alle für sicke Skills lernen, Mann. Das ist echt nicht schön, Mann. Also, Mara geben wir unbedingt eins. Ach, Odin können wir auch eins geben. So. Idun. Tau. So, und Tag. Und viermal cool natürlich. So. So, ich könnte auch theoretisch maximal. Gib mal Maxi ein Evangelium. Komm. Ich glaube, Level 99 ist unser Max-Level. Also, theoretisch können wir uns mal aus Max-Level holen. So, die greifen uns dann nicht an. Was natürlich jetzt in dem Moment gut ist, weil ich einfach an dem vorbeilaufen kann. Nein, 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 das war ein Fehler. Oder nee, war das war kein Fehler. Nee, ist nicht so schlimm. Ach so, und jetzt kann ich... Ah, okay, ich verstehe. Jetzt kann ich hier wieder zurück. Und hier kann ich jetzt dann weitermachen. Okay, gut. Alles verstanden. Bis jetzt nett vom Rätseln hier. Den Rätsel, das Rätselmäßige verstehe ich gerade noch. Also, gehen wir mal kurz in die Welt der Schatten. Wenn wir schon wieder hier Dämonen haben, die wir alle nicht gebrauchen können. Schauen wir nochmal, was Cooles fusionieren können. Und dazu auch. Warte mal, Dämonenfusion. Achso, die drei Engel, okay. Brauche ich irgendeinen, den ich nicht hab? Brauche ich auch irgendeinen, den ich nicht hab? Und brauche ich auch irgendeinen, den ich nicht hab? Boah. Das ist. Oh, den kenne ich. Das ist dieser Erzengel da. Und da werde ich wahrscheinlich hier den Engel dazu brauchen und dann halt immer stärker machen können. Okay. Amanazako kann ich. Ja, okay, Amanazako muss ich nicht fusionieren. Ich hab's ja. Da geht's nicht gut. So, und hier kann ich eh nichts fusionieren. Also, Ergebnisfusion. Vishnu, Uniki, Yamato no Orochi, Lakshmi. So, Gongen. Hohe Longfake fusionieren. Ja, genau, den brauche ich. Alter!
Ich will eigentlich nur... Warte mal, machen wir es anders. So, ich möchte zum Beispiel King Frost loswerden, weil ich brauche ihn nicht. Ja, nicht mit Odin, nicht mit Amonosaka, nicht mit Fionn, nein, mit Kali. Mit Kali kann ich wegfusionieren. Dann kriege ich Fuki, den ich in der letzten Region davor fangen kann. Toll. Skarhag, aber Skarhag bringt mir nichts. Ist also nicht so gut. Loki habe ich. Kinky, weiß ich gar nicht, auch dieser schwarze Schleim, aber das ist halt so das Übelste. Klofo. Nebiris kann man auffangen, Hekantor kann man auffangen. Arabaki, ja gut, Arabaki muss ich wieder was Gutes weggeben. Dann muss ich auch mal meine Alice auffangen, aber ich werde Alice eh nicht mehr mitnehmen. Nee, können wir schon machen. Können wir schon machen. So. Aber bevor wir das machen. So, wo sind wir hier? Oder, ich könnte natürlich wieder den lustigen Weg gehen und ich glaube, ich gehe den lustigen Weg. Wartet mal. Wunder lernen. Also, wo ist das eine? Ne, das eine Upgrade haben wir ja gekauft. Ist das hier der kritische Schuster beendet wird? Okay, das passt. Dann Stammkunde. Die Kosten für Items zu kaufen. Nee, also okay, Compedium-Kanal haben wir uns gekauft. Das ist essentiell wichtig. So, ich kann mir Gottes Schoß einfach kaufen, aber ich denke, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Wir haben genügend Slots frei und ich würde doch jetzt eher hier mal ein bisschen skillen. Physischer Meister machen wir, weil wir haben sehr viel physische Skills. So. Passt. Dann gehen wir nochmal hier auf die 12. Ich meine, Kali kann ich schon wegfusionieren, aber ich wäre schon cool, wenn wir was Gutes hinbekommen. Lakshmi. Ja, mach mal. Lakshmi, sieht gut aus. Okay, also die Füße, super. Die kannst du alle nicht, aber das ist Wurst. Es geht hier mehr um Dieran. Ja, warte mal. Fangen wir erstmal mit den wichtigen Sachen an. Also, Dunkelheits-Ding, Dekunda kannst, das ist cool. Und Hammon. Obwohl, Hammon bringt mir nicht so ein gewaltiger Lichtschaden. Genau, brauchen wir nicht. Dieran. So, haben wir wieder einen Slot frei. Haben wir die gute Lakshmi Bay. So, lernt Glanzborn. Glanzborn ist nämlich mega gut. Sexy Tanz können wir vergessen. Zambarion. Starker Windschaden. Boah, Leute, das ist eine gute Frage. Ich hätte schon gerne mal Dekunda. Dunkle Mana-Hilfe. Wenn ich die verliere. Achso, MP-Wiederherstellung nach dem Kampf. Nee, brauchen wir nicht. Verlängerung. Verlängert die Wirkung von gezielten Kaja an Kaja. Nein, machen wir nicht. Hört sich aber eigentlich cool an, das Geld. So, haben wir was Gutes fusioniert? Nee, das war echt was Gutes. So, Anata. Nein. Immer meine Guten muss ich da wegfusionieren, Mann. Klofo, ja, wenn den beides brauche ich nicht. Und dann kann ich in der letzten Region fangen, wenn ich ihn unbedingt will. Ganesha. Vishnu. Vishnu ist cool. So, Thor Hammer. Haben wir auch. Mitra. Ja, aber da müsste ich jetzt Lakshmi wegmachen. Super. Ido müsste ich wegmachen. Nee. Jitokon. Der wäre schon eher was. Ich meine einfach nur, wie gesagt, dass was wegkommt. Da würde ich aber fast eher hier in die Ergebnis. Was können wir denn? Also, Asura wäre natürlich mega. Was brauche ich für Asura? Nee, hat sich schon erledigt. Mara. Ich ärgere mich halt nur, wenn das jetzt Dämonen sind, die wir in der nächsten Region finden. Aliad. Der sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Steigert beim folgenden physischen Angriff den Angriff von einem Mitstreiter. Steigert beim folgenden Merkenschlag den Schaden bei einem Mitstreiter. Also einfach, sind einfach richtig krasse Skillbuffs. Kann heilen. Kann hier Reflektor machen. Also es sind schon keine schlechten Skill. Ich kenne den zwar gar nicht, weil das ist einfach nur so Block, aber egal. Sieht cool aus. So, ja. Kamel müsste ich unbedingt eigentlich fusionieren, aber wie gesagt, nicht mit dem, was ich habe. Ne, ich hole mir jetzt einmal noch das Blumenmonster hier. Oh mein Gott, man kann sich mit diesen scheiß Dämonen fusionieren so ewig lang einfach beschäftigen. Und ich habe noch eine Idee, was wir jetzt machen. Also, jetzt muss ich leider nochmal ganz schnell hier zurücklatschen. So, Baumonster. Ich habe noch einen Deal mit dir offen. Oder mit einem Typen, der genauso aussieht wie du, aber scheinbar hat er dir was weiter gesagt. Genau, dass du mir könntest. So, genau.
Wie gesagt, jeden Dämon, was wir haben, es ist ja immer das Ding, es geht, da wir jetzt auch wirklich glücklicherweise den Moment haben, dass wir uns das leisten können, dass wir auch hier wirklich, Stärke, dass wir hier so mal einen Dämon bestechen können und einfach mal 50.000 so geben können, haben wir auch im Endeffekt den Vorteil, dass wir hier auch einfach, bis er jetzt variabler werden. Wir müssen uns jetzt immer auf einen Dämon spezialisieren und wenn wir den nicht haben, dann sind wir Game Over, weil wir haben halt jetzt wirklich die Auswahl. Und das ist auch sehr schön, weil wie gesagt, das war wirklich im Mittelteil echt sehr nervig am Spiel. So, also, Dämonenfusion. Mal kurz mal, so. So, immer eintragen. Schon mal nur Compendium. Odin ist mein teuerster. Alter Mann, der kostet fast 100.000. Oh, was kostet eigentlich? Oh, die kostet nur 28.000. Ja, theoretisch könnte man schon Alice holen. Also wenn ich die wegfusionieren will, das kann man sich schon locker leisten. So, ich schaue jetzt nur, ob wir irgendwas sehr cooles haben. Für was ich den brauchen kann. Green Map und Unki Key. Ja, wie gesagt, nach dem alten Motto haben wir immer was Neues. So, warte, was lernt ihr noch irgendwelche coolen Skills? Annullierung Feuer. Dann machen wir in dem einen Level noch nach oben und dann lernen wir eben das. Haben wir einen neuen Start. Und Annullierung physisch, das ist allein schon geil. Das würde ich meinem Hauptcharakter beibringen dann. So. Also. Komm. Items. Grimoire auf Yoshitsune, klar. Mara. Wo haben wir es? Fionn. Amanasako. Und den da jetzt auch noch. Dann machen wir das eine Level und dann machen wir ein neues Ding. So. Aha. Kommen wir auch noch. Ach so. Theoretisch könnte ich an den Gegnern vorbei. Dann hätte ich aber das Problem, dass. Ich könnte euch die Gegner eigentlich alle kaputt hauen. Dann müsst ihr aber gegen sie kämpfen. Wahrscheinlich, die Gegner locken mich jetzt in irgendwo so ein Portal. Und dann kann ich eben wieder die Zeit hier anhalten. Denke ich jetzt mal. Ist eigentlich ein ganz nettes Gimmick hier. So, Heilperlenkette, sehr gutes Heil-Item. Schön, schön, schön. Okay, ich will immer nur schauen, ob hier neue Gegner kommen. Das ist ehrlich gesagt das Interessanteste für uns hier. Weil neue Gegner bedeutet natürlich auch neue Sachen, die wir fusionieren können. Aber davor erstmal Hasse Dobbe! Odin. Mario Blattbahn. Gut. So, schön, Fionn. So, gut, das war jetzt das eine, aber ich werde jetzt nicht zum Speicherpunkt direkt zurücklaufen. Das kann man beim nächsten Speicherpunkt auch nochmal an. Oder ich laufe irgendwann mal falsch und. Dann bin ich hier schon wieder da. Okay. Dann. Achso, theoretisch, ich hätte den mittleren Weg hier einfach gehen können. Dann hätte ich die Gegner skippen können. Also man kann hier schon mal die Area komplett schaffen, ohne dass man Gegner angeht. Indem man halt immer den langen, ausführlichen Weg geht. So krass, wie die mich immer beobachten. Schaut euch an. Die wissen immer genau, wo ich bin. Hi, Carly. So, und jetzt? Oh, da warte mal. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir die Gegner nicht angreifen können. Ich meine, sie sind jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, solange wir Godlike Yoshitsune haben. Und Mara und so hauen ja auch gut rein. Mara will ich mir jetzt aus Prinzip nicht fusionieren, weil Mara ist ein typischer Gegner. Den gibt es eigentlich in jedem SMT immer am Ende als Standardgegner. Und den werde ich sicher fangen können. So. Das Ding ist ja, wenn wir auf sie alle. Also, man kann theoretisch einen bekämpfen und einfach an den durchlaufen, aber es ist auch nicht so gewollt und man kommt hier ja auch locker durch, ohne dass man hier aktiv die ganze Zeit angreifen muss. Ich verstehe trotzdem nicht, was diese Kristalle sind. Ich sage euch mal, hier kommt dann. Oh, du musst die Kristalle zerstören. Und wenn du alle Kristalle zerstört hast, dann ist der Superboss. Na. Dumm. Ist der Superboss so viel schwächer. Weg da, Kali. Das sage ich jetzt schon mal, Mann. Also können wir den ganzen Weg schon eh nochmal zurücklatschen. So, ne Beidos wäre da. Den habe ich noch nicht gefangen. Weil ich ihn aber viel lieber platt mache. So, alle aus der Bahn, Mann. In der Mitte, du weichst irgendwie all meine Attacken aus.
Das gefällt mir gar nicht. Ja, wird das physisch machen können. Na egal. Zack! Wenn ihr euch überlegt, früher haben wir da immer so 20 MP gehabt und das hat uns ein ganzes MP vorher aufgebracht und heute, da hauen wir einfach mal so jetzt fetten Skills raus, oder? So, jetzt bin ich nur wegen den doofen Items hier hingelaufen. Und wenn da nichts Gescheites drin ist, weiß ich auch nochmal. So, Abwehrglocke. Passt! Jo, mal, brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Aber okay, das war jetzt nicht unbedingt ein Umweg. Yeah. So, oh, sie sehen mich. Oh, süß. Oh, schaut sie euch an. Da tanzen sie mit ihren coolen Schwertern und wissen, dass sie keine Chance gegen mich haben. Aber, warte mal. Achso, da muss ich da hoch irgendwie. So, oder? Ah, werde ich gleich nochmal zurückköpfen können. Aber wie gesagt, lohnt sich immer. Und das wichtigste Item ist, dass wir, weil wir schon lange nochmal gefunden haben, und ich weiß auch gar nicht, ob wir in der letzten Region eins gefunden haben. Grimoires, Kalisens, beide sehr gute. Aber das Wichtige wäre mal eine Essenz für... Oh mein Gott, wo bin ich hier eigentlich? Ich fällt auf, ich muss hier gar nicht hinlaufen. So, das Wichtigste, ehrlich gesagt, wäre mal eine Nabonio-Essenz. Weil die sind halt immer die mit den krassesten Skills für unseren Nabonio. Gehen wir erstmal da lang. So. Klein Vieh macht auch Mist. Okay, und dann können wir wunderschön hier vorbeigehen. Also wie gesagt, theoretisch könnte man das auch locker machen, indem man einfach einen von denen besiegt und man läuft dann einfach durch, aber es ist so gewollt und hey, man muss sich jeden Gegner eliminieren. Wenn sie schon so nett sind und uns in Ruhe lassen, wieso soll ich so gemein sein? So, das wirkt irgendwie wie ein Bossfight. Oh, ist alles so riesig hier. Schade, dass jetzt hier kein Save Point ist. So. Ich habe so derbe Angst, dass uns einer von den Viechern anhüpft. Weil wir denken, er ist erstarrt und in Wahrheit ist er gar nicht erstarrt. Das wäre der Schock meines Lebens. Okay, da wendet sich das wieder. Jetzt schauen wir erstmal, ob man das irgendwie besser machen kann. Nee, ist schon die einzige Option. Okay. Und schlimm ist, alles ist grau, außer die Gegner. Alter, willst du mich erschrecken oder was, Mann? Können sie mir nicht alle angreifen? Das wäre mir echt tausendmal lieber. Oh mein Gott, Yamato no Orochi und der andere Typ, Mann. Das ist echt keine schöne Kombi. Aber I don't care, Mann. Ich mache alle platt. Kommt alle her, Mann. Yoshitsune! Schöner Stich, wie ihr und ihr alles. So, harte Stoß. Bam. Und zum guten Schluss ein kleines Zambarion. Unsere Dämonen und so derbe rein, Mann. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal getrost einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Shin Megami Tensei 5. Wir werden ja dann weiter hier das Imperium absuchen und dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal so schönes erwartet. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen.